Und hallo und willkommen zurück zu Sonja The Great Adventure. Wir sind immer noch auf der großartigen Reise durch, ja, weiß ich nicht, die Kristallhöhle. Wow, okay, das sieht ein bisschen anders aus. Ist das Excalibur da drüben? Ich hab keine Ahnung. Was haben wir hier? Da fehlt etwas. Hier war vorher etwas, okay. Ja, da kommt was rein. Was ist das hier? Oh nein. Vervollständige die Kette, indem du die Karren drehst. Du musst die Kette vervollständigen und dabei, darauf achten, dass die Hintergrunddetails der Karren zusammenpassen. Sag mir jetzt nicht, das ist genau das gleiche nochmal, nur mit Kacheln. Die Details müssen zusammenpassen. Okay. Das passt, das passt. So rum. So rum, so rum. Okay, das passt nicht. Habe ich jetzt alles? Oder habe ich noch einen Fehler? Da lang. Da lang, da lang. Das, weiß nicht, passt das nicht zusammen? Oder eine Kette, in die du die Kacheln drehst und das ist so eine Kette, oder nicht? Hier geht's los, darüber, hier runter, da lang, darauf, runter, rechts, links, hier rüber, da lang. Das sieht für mich aus wie eine Kette. Jetzt hat er wieder alles über den Haufen geworfen. Echt jetzt? Aber das war doch richtig, oder nicht? Oder muss ich die andersrum drehen? Verwirrt. Ist dir da ein bisschen eigen, dass das genau passt? Ja, die Details muss ich, glaube ich, darauf achten hier. Oh, Backe. Okay, das. Das heißt, das war eigentlich schon richtig. Nur, ich muss gucken, dass ich den richtigen Winkel habe hier. So, da lang. Okay, jetzt muss ich gucken, was muss ich drehen? Da lang? Okay. Die Dinger müssen richtig herumstehen, ne? So rum. Das gehört da hin. Und dann passt es. Oder wie, Leute? Weil er jetzt gerade ein bisschen länger gebraucht hat. Ne, es passt doch nicht. Okay. So rum ist es korrekt. Ich hoffe es mal. Okay, jetzt haben wir es. Das muss echt genau gemacht werden. Was haben wir hier? Das können wir rausnehmen. Den können wir mitnehmen. Oh, da können wir noch hin. Die Spinne ist größer als ein Pferd. Ich komme nicht dran vorbei. Wollen wir da überhaupt hin? Ich will da eigentlich nicht hin. Okay, dann. Der Sockel, was? Der Sockel ist nicht nur für das Kreuz, hier kann noch was anderes platziert werden. Hier. Oh, Backe, was ist jetzt los? Entwirre die Lichtstrahlen, verschiebe die Juwelen durch Tippen und Ziehen, sodass die Lichtstrahlen sich nicht mehr überschneiden. Oh, Backe. Ey, das kann ja ewig dauern. Das wird doch ewig dauern hier. Weil man nicht sieht, welche Dingens das ist. Oh boy. Das wird ein bisschen spaßig hier auf jeden Fall. Was war das denn in den Wirren hier, das Ding? Okay. Das geht da zurück. Das geht hier zurück. Der muss da bleiben.
Das geht dahin. Das ist aber auch richtig fies gerade jetzt hier. Ich kann es doch nicht weiter nach unten ziehen, ne? Dass ich noch ein bisschen mehr Platz kriege hier. Das geht schon mal dahin. Das geht dahin. Das geht dahin. Okay. Muss es ein bisschen auseinanderziehen hier, sonst geht hier gleich gar nichts mehr. Das müsste dahin. Okay. So. Wir werden blau, okay. Dahin. Das wird okay. Dahin, dahin. Den weiß ich noch nicht. Der muss dahin. Oh, Backe. Okay, du musst jetzt erstmal so. Platz wird ein bisschen eng jetzt hier, ne? Wenn ich das sowas nur ziehen muss. So rum. So rum. Okay. Ein bisschen mehr Platz machen hier. Das passt. Das muss da dann hin. Das geht darüber. Okay. Du gehst schon mal hier rüber. Kann ich denn das jetzt entwirren hier? Das muss darüber. Du musst dahin. Okay. Ich bin gerade ein bisschen ruhiger. Es tut mir leid, ich versuche mich gerade ein bisschen. Meine Stimme macht sich langsam auf vom Acker. Das gibt's doch nicht. Was ist denn los schon wieder heute hier? So. Das geht darüber. Oh, Backe. Das sieht jetzt echt ein bisschen eng hier. So, so, so. Das ist gut, das Schmerz wird langsam blau. Das ist eine gute Farbe. Okay. Das hilft uns noch nicht weiter. Das hilft uns weiter. Okay, das hilft uns noch nicht. Das würde hier hingehen. Müsstest du darüber? Oh, Backe. Müsstest du darüber? Okay, dahin, dahin, dahin. Da kommst du da rein und du müsstest hier hin. Okay, das ist langsam ein bisschen eng jetzt hier in dem ganzen Chaos. Warte mal, kann ich das ein bisschen verschieben? Dass ich hier ein bisschen Blitz kriege. Ne, dann würde ich den kaputt machen. Das heißt, ich müsste mit dem. Ne, das geht auch nicht. Wo muss ich denn mit dir hin? Ich kann da nicht rüber, ich kann da auch nicht rüber. Das gehört nach da, das gehört nach hier. Der wird auch blau. Der wird noch nicht blau. Der wird blau. Jetzt wird der blau. Okay. Jetzt passt es. Spinnenschreck.
Letzte Stein ist zu weit weg und das Wasser setzt sich keinen Fuß. Ich muss was auf die Tafel setzen. Hier kann noch irgendwas wimmeln gerade. Das hier, könnten wir das abschneiden? Wow, okay, das ist nicht mal ein Messer. Das ist aber abgeknipst hier. Okay. Der hat noch sein letztes gegeben hier. Das nehmen wir noch mit. Die Spinne ist fort, aber Spinnenwesen versperrt mir den Weg. Und irgendwo Feuer? Fackelstiel. Kommt man da hinsetzen? Nee, ne? Keine gute Idee. Okay, wir müssen definitiv die Fackel anmachen. Brauchen wir Feuer. Fackel ist leer. Ziegenmaske. Können wir die irgendwo einsetzen? Ich weiß nicht genau. Ich komme nicht ran, ist zu hoch. Gott ist zu hoch. Wir brauchen eine Leiter. Jetzt mal gerade wieder die Dinger an, damit wir gerade gucken können. Ziegenmaske, das ist im Weg. Ich hätte gesagt damit, aber das geht nicht. Da können wir auch nicht mit interagieren. Okay. Das ist eine tropfige Tropfsteinhöhle. Haben wir noch irgendwas im schlauen Buch? Es ist schwer, auf dem gleichen Weg wieder zurückzugehen. Die Kabinenfahrt über dem Abgrund war zwar aufregend, der Felsversprung schien jedoch eine Sackgasse zu sein. Bis ich das Licht angeschaltet und diese Höhle entdeckt habe, einfach wundervoll, aber ich sehe keine Brücke oder ein Boot, um hinüberzufahren. Es muss einen anderen Weg geben. Kehre in dein Haus zurück. Ja, das ist, hat er gesagt, das getan. Ich weiß noch nicht genau wie. Wir können das anmachen. Aber die Fackel ist leer. Da können wir die Fackel mit irgendwas auffüllen hier. Ich sehe gerade nichts zum Auffüllen. Warte mal, können wir die Fackel zufälligerweise... Ne, können wir nicht, da komme ich nicht ran. Tja, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfragt. Können wir das nicht irgendwie mit wegdingsen hier, dass hier runterkommt, die Gondel? Ja. War ja nichts zum Interagieren. Da kannst du ein Feuer machen, aber da hast du dann auch feuersparende Schlangenstatue. Sehr schön. Ich bin jetzt vor, aber Spinne versperrt noch, noch meinen Weg. Hier war aber nichts mehr, ne? Ich muss das wahrscheinlich wegbrennen, aber der Fackelstiel ist, ja. Ziemlich nutzlos. Kann ich nach links und rechts gehen hier? Warte mal. Jetzt muss ich doch mal gucken, aber eigentlich müsste mir das anzeigen. Hier nach links und rechts. Ich habe ja noch die Dinge jetzt angemacht. Hm, jetzt bin ich gerade hier. Ist noch eine Kante. Das sieht aus, als wenn ich noch so ein irgendwas war. Ich kann hier nichts machen. Das gibt's doch nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Bestimmt. Die Gondel komme ich nicht heran. Ran. Jetzt ist die Frage, was mache ich denn jetzt? Ich habe Fackelstiel und Ziegenmaske. Ich habe keine Ahnung, wie ich die Ziegenmaske gebrauchen kann. Ich hätte gern Dings gehabt. Hier, die Fackel ist leer. Ich muss erst einen Fetzen finden. Einen Fetzen. Da ist nichts fetzenmäßig. Da kommen wir nicht ran. Da kann man nichts machen. Einen Fetzen. Hast du noch einen Fetzen hier umliegen oder so? Nee, ne? Muss ich mir jetzt echt einen Tipp holen? Ich weiß jetzt echt nicht, wo ich hier einen Fetzen finde. Das kann doch nicht wahr sein. Ziegenmaske kann ich auch nicht benutzen, ne? Nee. Die müssen wir bestimmt noch irgendwas anderes benutzen, aber... Ich brauche einen Fetzen. Das irritiert mich jetzt hier. Muss ich mir echt einen Tipp holen? Hier in dein Haus zurück. Ja, das ist eine nette Aufgabe. Die würde ich auch gerne verfolgen. Aber
kommen wir noch nicht weiter. Ich habe schon extra die Augen angemacht hier, damit wir was sehen können. Das haut mich jetzt aus den Socken. Hier konnte ich auch nichts mitnehmen, ne? Hier ist nichts mehr. Fetzen. Ich kann da hingehen, aber da ist noch. Das ist im Grunde genommen ist hier eigentlich nichts mehr. Da kann ich die Schlange anmachen. Fetzen. Fetzen, fetzen. Das sind noch zwei Sachen, aber ich komme nicht an die Gondel ran. Irgendwo einsetzen oder so, ne? Hm, der kommt noch nicht ran. Ich hätte gesagt, hier irgendwas vielleicht, aber ne. Das gibt's ja nicht. Jetzt muss ich mir echt einen Tipp holen, oder was? Ich kann mit dir auch nicht interagieren. Ich muss das mit der Fackel machen, meine ich. Das ist jetzt mein Hindernis. Mein Brain ist auch gerade ein Hindernis, habe ich das Gefühl hier. Oh Mann. Tja. Die Fackel ist leer. Ich weiß nicht, wofür ich die Ziegenmaske brauche. Wenn ich das wüsste, dass man die irgendwo einsetzen muss, dann würde ich die einsetzen. Aber ich habe hier nichts mehr. Ich kann hier nichts machen. Gondel ist zurück, ich komme nicht ran. Die ist leer. Die Fackel, was mache ich denn jetzt? Ich habe hier Feuer, aber ich kann nichts machen, ne? Und hier ist noch nichts dran oder so, was ich noch benutzen kann, ne? Eine späte Stunde. Die Wand ist mir im Weg. Interessant, wenn ich das oben anklicke, dann sagt er mir, die Wand ist im Weg. Aber die ist auch gar nicht im Weg. Hier ist gerade irgendwie, habe ich einen Hänger. Ich muss einen Tipp nehmen. Nimm den öligen Fetzen im Werkzeugkasten in der Gondel. Oh Gott. Echt jetzt? Echt ganz zurück. Oh, Backe. Da wäre ich ja ewig nicht mehr drauf gekommen. Okay. Schiebelehre. Feder. Da ist so eine Feder. Die zählt nicht. Okay. Der ölige Fetzen. Ist das ein öliger Fetzen? Das ist der ölige Fetzen. Okay. Meißel. Das hätte uns jetzt echt noch eine Menge Zeit gekostet. Das ärgert mich ein bisschen. Ich wollte eigentlich keinen Tipp nehmen, aber naja. Münzen. Handschuh. Schriftrolle. Feuerzeug. Korken. Das ist so ein Korken hier. Zählt nicht. Okay. Stern ist hier. Eine Pfeile. Die Feder. Das ist doch eine Feder hier, oder nicht? Das ist doch nicht die Feder, die wir brauchen, oder was? Scheint nicht die Feder zu sein, die wir brauchen. Schriftrolle brauchen wir noch. Da ist auch ein Korken. Kronkorken, aber der zählt auch nicht. Na gut, den Korken nehmen wir mit, okay. Wir brauchen noch eine Schriftrolle. Huch, jetzt bin ich da rausgegangen. Schriftrolle, hier so eine Socke, je. Wer hat denn hier seine Socke liegen lassen? Feder und eine Schriftrolle brauchen wir noch. Das ist doch eine verdammte Feder hier. Achso, die Feder. Es muss die Feder sein. Es darf keine mechanische Feder sein. Na gut. Eine Schriftrolle brauchen wir jetzt noch, aber ich sehe keine nicht mehr. Ist hier irgendwo am Rand eine Schriftrolle? Das ist noch eine Briefmarke hier mit einem Brief dran. Da ist nix, okay. Eine Schriftrolle. Ich sehe keine mehr. Bin ich jetzt blöde? Ach da! Das Papierding hier. Das sieht ein bisschen aus wie Klopapier. Okay.
Jetzt haben wir den Fetzen kombiniert. Jetzt können wir... Oh Mann. Ich bin schon wieder total banal. Es ist einfach schon wieder zu spät dafür. Einfach. Das Denken lässt drastisch nach in der Nacht. Wenn man den ganzen Tag schon wach gewesen ist. So, dann fackeln wir das hier ab und dann kommen wir jetzt hier durch. Das nimmt ja gar kein Ende mehr. Was haben wir denn hier? Die scheint ein alter Aufzugsschacht zu sein. Okay. Da fehlen Gewichte. Okay. Wie viel Gewicht, wenn ich es finde, kann ich den Mechanismus aktivieren. Jetzt können wir wieder wimmeln. Okay, wir brauchen einen Helm, einen Pfeil, eine Spitzhacke. Ein Helm. 1000 Füßler. Wer da? Ein Haken. Ja gut, der Haken an der ganzen Sache ist, dass das hier sich langsam wieder ein bisschen zieht. Und ich schon ein bisschen banal bin. Das ist eine Maus. Ne, Ratte ist das hier. Keine Maus. Kakerlaken müssen wir jetzt auch noch finden. Na, lecker. Laterne. Die ist da. Schwert. Flachmann. Wo ist der denn? Der gute alte Flachmann ist hier im Wasser. Pilze, Gewicht. Pilze und Gewicht. Gewicht ist das, was wir brauchen. Das hier Gewicht? Nein, wir brauchen das große Gewicht, ne? Das hier. Kakerlake. Haken. Kakerlake. Haken. Pilze brauchen wir noch. Wo sind die denn? Pilze und Pfeil und ein Helm. Pfeil und ein Helm. Das ist kein Pfeil? Nein, das ist kein Pfeil. Da ist ein Pfeil. Da ist ein Helm. Wo sind die Pilze? Ich sehe gerade keine naschhaften Pilze, hätte ich es beinahe gesagt. Wenn es dir was zu essen ist, da! Ist es was zu essen, okay. Muss man das Gewicht einsetzen? Okay, ist es da ein Fahrstuhl? Da kommt das Dorf. Wow, okay, jetzt müssen wir noch fliegen, oder was? Das wird ja immer abgedreht hier. Okay, jetzt kommen wir hier in der Werkstatt. Das können wir mitnehmen. Was haben wir hier? Noch mehr Wimmelbild. Spieltrichter. Okay, Feuerzeug. Schraubenzieher. Kompassstecker-Löffel. Das brauchen wir noch. Der gute Bauplan. Kompass. Löffel, weiß ich jetzt nicht. Stecker. Handschuhe brauchen wir da. Handschuhe kommen wir noch, okay. Handschuhe hier. Da sind noch welche. Taschenuhr. Tennisball. Universalschraubenschlüssel. Das ist ein Maulschlüssel. Wo ist denn der Universalschraubenschlüssel? Sehe ich gerade nicht. Schraubenzieher. Hier. Universal Schraubenschlüssel und Löffel. Löffel. Löffel, Löffel, Löffel. Wo ist denn hier ein Löffel? Das sind Messer. Bohrer. Universal Schraubenschlüssel ist der hier. Engländer. Und einen Löffel. Den sehe ich jetzt aber gerade überhaupt nicht. Wo ist der denn? Wo hast du dich versteckt, mein Löffel? Hm? Das ist ein Hammer, Schlüssel. Das gibt's doch nicht. Das letzte Teil ist wieder das, was fehlt. Ja, das hat jetzt nichts, ne? Der ist da durch. Ein Löffel. Den sehe ich aber überhaupt nicht. Bin ich jetzt. Jetzt bin ich total banan oder was? Jetzt ist es vorbei. Der Löffel. Löffel, Löffel, Löffel. Hm.
Da sind Muttern. Lupe. Löffel. Ich gehe mal von einem Metalllöffel aus, hoffe ich mal. Wahrscheinlich ist wieder ein Holzlöffel oder sowas. Das ist eigentlich ein Hammer hier, ne? Schlüssel. Was ist denn der Löffel? Sind das hier eigentlich Stempel oder was? Ich habe keine Ahnung. Ein Löffel. Guck mal von hier oben. Schlüssel, Hammer, Messer, Brille, Propeller. Dolch, Zollstock. Das könnte eine Waage sein. Schlüssel. Der Löffel fehlt mir. Das Ding ist ein Löffel. Das sieht auch aus wie das andere Ding da drüben. Okay. Was haben wir hier? Da fehlt noch ein bisschen was. Okay. Das ist eine alte Maschine hier, ne? Das ist eine Werkstatt. Okay. Da können wir noch was reparieren. Okay, was müssen wir da? Da müssen wir hin. Ich war bereits da. Ich erinnere mich an die Brücke mit der roten Materie. Das ist mein Haus und weiß ich, in welche Richtung ich fliegen muss. Okay, nach rechts müssen wir fliegen. Okay, was haben wir hier? Da ist noch ein Loch drin. Der Flügel ist beschädigt. Ich muss ihn reparieren, wenn ich das Fluggerät ausprobieren möchte. Tank ist leer. Okay, jetzt müssen wir auf jeden Fall zur anderen Maschine, glaube ich. Ich lasse mal die Sachen gerade an jetzt hier. Wir sind ja auch schon fast durch und ja. Okay, können wir das? Na, komm schon. Jetzt können wir hier hin. In dem Schloss fehlen einige Tasten. Na, supi. Tank ist voll. Ein Wunder, dass er nicht explodiert ist. Warte mal. Das hier. Trichter. Na, wir müssen erstmal das hier irgendwie hinsetzen. Wie mache ich denn das jetzt? Kanister. Okay. Knochen lassen wir da. Jetzt können wir das auffüllen mit dem Trichter dann wahrscheinlich, ne? Okay, da lang, da lang, da lang, da lang. Okay. Trichter und auffüllen. Das ist repariert, jetzt müssen wir hier nur noch den Dingens reparieren hier. Kann ich den anderen Flügel nicht mitnehmen, den ich da drüben liegen lassen habe? Darf ich nicht mitnehmen. Das wäre so ideal. Ein Tacker. Muss ich das jetzt tackern oder was? Ich muss jetzt noch was finden zum Tackern. Okay. Wir müssen also nochmal irgendwo gucken. Hier war aber sonst nichts mehr, ne? Da, nein, da, das war das, okay. Tackern. Hier ist aber nichts mehr, ne? Wie gesagt, das ist nicht meine große Säge. Die scheint ein alter Aufzugsschacht zu sein, okay. Hier kann man noch wimmeln, alles klar. Den Wecker, Nägel. Zwei Schaufeln, da ist eine. Metallkiste, da. Nacktschnecke. Ne, das brauchen wir noch mit dieser Segeltuch. Nacktschnecke ist hier. Ein Ring, eine Spinne ist hier. Ring ist da. Eine Motte. Taschenuhr. Hier. Nest. Pistole. Schaufel. Okay, jetzt haben wir noch ein Tuch. Dann können wir damit hoffentlich alles tackern. Alles Taco machen. Okay. Jetzt geht's los. Nein, hier sind noch Tasten. Oh nein. Zündschloss ohne Schlüssel. Na, großartig. Das heißt, wir müssen nochmal zurück. Und
da müssen wir jetzt gleich mal Zahlenrätsel lösen. Na, das wird ja spaßig. Puh, das war zu weit. Da wollte ich gar nicht hin. Moment, hier können wir den Hebel noch benutzen, aber das bringt doch nichts, ne? Nee. Okay. Mich jetzt gewundert. So, dann können wir die Zahlen hier noch einsetzen. Oh nein, ich muss jetzt nochmal nachdenken. Ordne die Karten so an, dass die Summe jeder Reihe und Spalte 34 gibt. Oh boy. Okay, das wird, ja, interessant. Mal gucken. Das würde ich sagen, machen wir in der nächsten Episode. Denn es ist schon ein bisschen spät und ich muss da noch mal ein bisschen eine kleine Pause einschieben. Wir sind aber kurz vorm Ende jetzt. Es fehlt nicht mehr viel. Ich denke mal, das wird noch eine Episode werden, dass wir das hier noch durchziehen. Und dann sind wir, glaube ich, durch, ne? Also wir müssen jetzt nur noch das Rätsel hier machen. Dann können wir nach Hause fliegen, glaube ich. Hoffe ich mal, denke ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann ganz kurz ist. Es kann natürlich sein, dass es nur ganz kurz ist. Aber ich würde gerne nochmal in die Bonussachen reingucken. Vielleicht ist ja noch ein bisschen bezaubernde Kunst dabei oder noch was anderes. Wir schauen mal. Ich muss jetzt auf jeden Fall ins Bett, weil es ist zu spät. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.